Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Beim letzten Mal hat Justin das Geisterheiligtum durchquert und den neuen Geisterstein in Form des Geisterschwerts in seinen Besitz gebracht. Und ich bin gar nicht darauf eingegangen, dass das Geisterschwert ja tatsächlich den gleichen Namen hat, wie das, wie die Kinder das Holzschwert am Anfang des Spiels genannt haben. Also wir haben jetzt wirklich ein Geisterschwert. Und jetzt wollen wir damit losgehen und Gaia auf den Kopf hauen. Oder so. Erstmal Fina raushauen, bevor sie Fina als lebendige Fackel benutzen. Das wollen wir doch lieber lassen. Wo geht's denn hier rein? Ah, da ist ein großes Loch. Große Löcher finde ich gut. Könnte es das hier sein? Das führt ohne jeden Zweifel zu Gaia. Jeff, hey Jeff, worauf wartest du denn? Gehen wir! Ikaria-Stadt? What the fuck? Warum kriege ich noch Geld? Also jetzt bin ich mir wirklich sicher, dass es keinen Shop mehr im Spiel gibt. Warum kriege ich noch Geld? Ach Gott, ich hab gerade, ich ahne was. Da kommt ja noch ein Dungeon, den habe ich auch vergessen. Oh Gott. Ja. Ja. Also willkommen im vorletzten Dungeon. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Beziehungsweise, ja, es ist jetzt ein Dungeon und danach kommt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kommt danach ohne weitere Unterbrechung halt gleich der nächste. Ja gut. Neue Gegner. Hurra. Hurra. Also das Spiel hat echt ein Problem mit Dungeons. Wirklich. Also zum Ende hin gehen ihnen sowohl die Ideen für Dungeons aus und ja, man hat auch keine Lust mehr drauf. Also die Dungeons sind ja eigentlich nur noch Schläuche voller Gegner. Und die sehen auch nicht mehr, weil die jetzt alle so psychedelisch aussehen. Sehen die auch nicht mehr interessant aus. Also auch der Final-Dungeon sieht nicht sehr spannend aus, kann ich euch schon mal sagen. Weil der ist sehr, ja, sehr viel organisch. Also, da hätte ich mir was anderes gewünscht. Was zur Hölle ist das? Das Monster wackelt mit dem Arsch. Jedenfalls glaube ich, dass es der Arsch ist. Ich glaube, ich hoffe, dass es der Arsch ist. Wenn es nicht der Arsch ist, dann will ich es gar nicht wissen. Okay, was ist es? Lilith! Was? Wie gefällt dir Blitz? Oh, Thunderclap in the darkness, come here! That was an easy victory. Also stark sind sie nicht. Auftrank! Da ist er wieder. Okay, schneide ich aus. Also mal ehrlich, findet ihr die Dungeons, die jetzt auch überhaupt keine Geschichte mehr haben, sondern wirklich einfach nur... Es sind für mich halt einfach nur noch Räume, die mit Gegnern vollgeknallt werden. Was ist das? Wie komme ich hier weg? Hä? Ah. Was auch immer.
Okay, was zur Hölle? Ah, wir sind in Hogwarts. Sehr schön. Karia-Stadt 3. Kiste. So, safe eine Falle. Nicht? Okay, was hat's mit diesen drei Lichtern auf sich? Vier Lichtern auf sich? Da sind vier Lichter! Okay, jetzt tanzen Monster. Ah, mehr Monster. Okay, das war nicht so komplex. Okay, da baut sich eine Brücke auf. Rückriga in Visia! Okay, wir kommen dem Ziel näher. Der Kompass dreht sich schneller. An denen kommen wir nicht vorbei. Und die sind ein neuer Gegnertyp, also sehen wir es uns mal an. Drachoid. Naja, wenn es Drachoiden sind. Dann machen wir ihnen mal einen Drachenschnitt. Oh, die haben es überlebt. Es war nur so gerade, aber sie haben es überlebt. Okay, das Geld lasse ich jetzt mal liegen. Hier geht es jetzt wieder noch tiefer und da kommt dann wahrscheinlich der nächste Abschnitt. Karia Stadt 4. Warum? Was soll denn das? Warum geht die Tür nicht auf? Warum müsst ihr mich immer noch mit weiteren Gegnern peinigen? Ist ja nicht, als wären die in irgendeiner Form eine Herausforderung. Was zur Hölle? Gelb. Okay. Nein. Okay, blau. Meinetwegen auch blau. Bester Wurfstern. Das klingt gut. Aber niemand hat mehr... Oh. Okay, was können wir liegen lassen? Generalstab, Eisklinge. Schwarzer Nagellack, ich denke, den können wir liegen lassen. Es war um einen Punkt schwächer, aber es ist halt endlich mal wieder ein Wurfstern. So, nein, gelb. Blau, nein, gelb! Oder war es andersrum? Ne, ich glaube, es war blau, nein, gelb. Kann ich der Einzige sein, der sich hier gerade verarscht vorkommt? Okay. Okay. Was? Okay, das sieht auch wie irgendein komisches Spielzeug aus. Ich glaube, wir sind mal wieder furchtbar high. So, Gegenstand verstecken ist eine gute Idee. Dann denke ich mal, hier kommt ein Boss.
Ach, ein Geierkrieger. Wie süß! Hätte vielleicht speichern sollen. Aber wahrscheinlich kommen jetzt drei oder so. Nee, wirklich nur einer? Du bist jetzt, auch wenn wir Fina nicht haben, ich denke deswegen soll das jetzt eine Herausforderung sein. Oder der hat einfach viel mehr Leben als beim letzten Mal. Das ist auch nicht auszuschließen. Oh, Thunderclap in the darkness, come here! Oh, diese Hühnerfüße. There's no use in hiding. Oh! Gadwin's secret move. Dragon King Slice. Warum benutze ich immer den und nicht den Himmel und Erde Hieb? Weil, der Drachenschnitt ist einfach effizienter, weil er weniger kostet. Und er levelt neben Schwert halt auch noch Erde und Feuer. Die Sackratte senkt unsere Verteidigung. Gadwin's secret move. Dragon King Slice. By the blessing of God. So, wie viel hat er noch? Er hat etwas weniger als die Hälfte und die eine Extremität verreckt ihm auch bald. Gadwin's secret move. Dragon King Slice. Ich denke, jetzt müssen wir uns wirklich mal einen Angriff fangen. Nein, müssen wir nicht, okay. Justin ist einfach so pervers schnell. Secret move. Dragon King Slice. So, der eine Arm ist schon mal Fratze. Das ist hart. Das ist dieser. Erinnert mich ein bisschen an Ultima. Aber an Kujas Ultima. Oh, Thunderclap in the darkness, come here! Naja, es ist jetzt Overkill, aber aus Prinzip. Gadwin's secret move. Dragon King Slice. All right. Big win for us. Ich frage mich ernsthaft, wofür die Goldmünzen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Job mehr gibt. Vielleicht habe ich entweder was vergessen, so wie ich die letzten zwei Dungeons einfach komplett vergessen habe. Oder ich habe immer schon was übersehen. Ist ja auch nicht unmöglich. Stadt 5. Ah ja, okay, hier kommt gleich Story. Daran erinnere ich mich. Da nämlich.
Was ist da los? Ach, nein, es darf nicht sein. Versagen, nicht hier, nicht jetzt. Hilfe, bitte. Halt durch, Fina, ich komme. Justin. Das Schwert von Mullen, das da im Boden steckt. Wer findet auch, dass es gerade aussieht wie eine Krücke? Ich komme, um zu helfen. Fina, Mullen. Jetzt verstehe ich endlich, was Lin sagen wollte. Die Geister werden uns segnen, wenn wir mit vereinten Herzen kämpfen. Wenn der Wille der Menschheit und der Wille der Geister eins sind, dann kann jedes Wunder wahr werden. Wir können Gaia besiegen und eine neue Zukunft aufbauen. Justin, dein Schwert. Ich spüre die Macht der Geister darin. Die Geister gaben mir dieses Schwert. Es wird eine neue Zukunft für uns alle formen. Justin, endlich. Die Geister haben dich akzeptiert. Nein, das kann nicht sein. Die Geister könnten der Menschheit niemals ihre Sünden vergeben. Wie könnten die Geister je vergeben, was wir getan haben? Mullen, die Geister haben uns nie verlassen. Die Geister haben nie aufgehört, uns die Hand zu reichen. Wir waren es, die Geister im Stich gelassen haben. Mullen, genau wie du es jetzt tust. Was? So ein Schwachsinn! Justin, was nützt all dein Gerede? Beweise mir, dass du wirklich die Wahrheit sagst. Zeig es mir. Mit deinem Schwert. Na schön, kämpfen wir, Mullen. Ja gut. Was soll ich tun, ne? Luftschneider mach ich mal. So, das wird ein kurzer Kampf. Ein bisschen Glück war es das jetzt. Ja, nice Mullen. I can't believe it. Ah, Justin, this power. Have you been accepted by the spirits? Has a human been accepted by the spirits? So it was I who did not understand Lin. She put her trust in me. How stupid I was. If I had realized this earlier, I wouldn't have lost Lin. No, Mullen. It's not too late. We were all wrong. And Lin knew that we would realize this. That's why she bought us time. Let's go together, Mullen. We can fight. If we all put our powers together, we'll be much stronger than Gaia. Can I fight once again? Have I, too, been given the protection of the spirits? It's okay, Mullen. Me and Justin. Mullen, you and Lin. All of us live in this world. If we all work together, therein lies the blessing of the spirits. To exhaust myself and fall in this place, that was the path that I was to follow. But my fate has changed. Let us open up a new future for Mother Earth. And for the people living on it. Let's go together, Justin. This time, I'll use my powers for all of you. Thank you, Mullen. Ah!
Oberst Mullen! Hauptmann Nana? Was machst du hier? Du wurdest aus dem Dienst entlassen. Nana, was hast du vor? Ja, was zur Hölle? Zu viel. Lest selbst. Das geht zu schnell. Müsste anhalten. Das ging mir echt zu schnell. Okay, jetzt darf ich wieder. Was soll ich nur mit euch machen? Ich muss wohl für alles hier Befehle geben. Na gut, dann ist es ja. Ich gebe von außen Deckung. Justin, Fina, konzentriert euch nur auf die Zerstörung des Geistersteins. Okay, Mullen, wird erledigt. Und Justin, Fina, kommt wohlbehalten zurück. Ihr auch. Jetzt liegt es an dir, Justin. Ein Feind hätten wir gar nicht erst alle herkommen müssen. Naja, dann räumen wir halt einfach ein bisschen auf. So. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da ist jetzt der Eingang zum Final Dungeon. Und es gibt meines Wissens, ich versuche nochmal rauszugehen. Jetzt bin ich zwar auf der Weltkarte. Ich könnte noch zur J-Basis. Okay. Just for the lols. Gehen wir mal zur J. Ich will wissen, ob es noch irgendwo eine Möglichkeit gäbe, wo es einen Shop gibt. Ich glaub's einfach nicht. Okay, da gibt's nichts mehr. Es kann ja, wenn überhaupt, dann nur noch hier sein. Aber hier ist ja keiner. Nee. Da geht's nur wieder da rein. Also wenn einer das Spiel kennt und weiß, ob es zu diesem Zeitpunkt noch einen Shop gibt, dann bitte raus damit, aber... So wie ich das sehe, kriegen wir seit geraumer Zeit Geld und haben keine Möglichkeit mehr, es auszugeben. Ja, Gaia. Gaia hat, glaube ich, 4 Etagen und das ist unser Final Dungeon. Hier gibt's, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Bosse. Oder 4? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es gibt 2. Der Final Boss hat, glaube ich, 2 oder 3 Phasen. Und die habe ich jetzt einzeln gezählt. Es gibt noch einen Zwischenboss hier drin. Der ist aber eher unspektakulär. Und der Endboss hat 2 oder 3 Phasen. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wahrscheinlich, zur letzten Folge von Let's Play Grandia. Ciao, ciao.